Und damit herzlich willkommen bei Tom Clancy's The Division 2. Willkommen bei dem neuen Let's Play Together, bei dem wir aber die ersten drei Folgen mal jetzt noch alleine spielen. Und danach gibt's einen neuen Partner, und zwar den lieben Morten. Und ja, mit dem werden wir dann zusammen hier Tom Clancy's The Division 2 spielen. Wir haben uns auch schon was überlegt, wie wir das Ganze vielleicht ein bisschen cooler gestalten können. Und zwar, nachdem das Ganze schon in Washington spielt, dachten wir, hey, Washington ist so ganz zufällig auch im Hintergrund zu sehen bei Staffel 9 von The Walking Dead. Wie wäre es denn, wenn wir einfach Daryl Dixon und Rick Grimes nehmen? Und das haben wir gemacht. Und beziehungsweise wir machen es jetzt dann. Genau, und ich würde sagen, wir starten das Spiel rein. Let's have fun. Und da sind wir auch schon bei der Charaktererstellung. Genau, Folge 0. Das passt ganz gut aussehen. Sollten vielleicht als erstes mal das Geschlecht wechseln, oder? Kann das sein? Wir spielen gerade eine Frau. Ah, ha! Jetzt spielen wir einen Mann. Na, dann schauen wir mal, wer hier Daryl Dixon am ähnlichsten sieht. Ja, du safe nicht, du bist eher ein Glenry. Oh, boy, das ist nicht einfach. Vom Hauttyp her definitiv eher. Wobei ich ehrlich sagen muss, hier, doch das, dass der Charakter älter ist, passt ein bisschen besser zu Daryl. Ich kann es euch gleich sagen, dass diese Folge heute hier wesentlich länger wird. Wir spielen morgen, ab morgen spielen wir dann zum ersten Mal richtig. Aber vom Alter her passt es halt genau zur Augenbrauenhöhe. Muss definitiv weiter nach oben, Augenbrauentiefe. Jawohl. Nice. So, Augenabstand. Und ganz nah müssen wir schon weit auseinander gehen. Daryl hat seine Augen, also die Augen von Norman Reedus sind tatsächlich ein bisschen weiter auseinander, als man denkt. Zumindest aus dem Bild, was ich gerade habe. Nasenbreite. Das war doch nicht so eine Breite. Nasenhöhe. Ja. Ja, das passt mir. Mundhöhe. So, oh, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Wangen sind immer spannend. Wenn ich immer ruhig halten würde, wäre das schon super. Ja, das passt schon mal besser. Kinnlinie. Ah, Norman Reedus hat ein relativ, was war der Unterschied? Norman Reedus hat tatsächlich ein relativ enges Kinn. Also zumindest aus dem Bild, was ich gerade vor mir habe. So. Ohrgröße. Ja, Norman Reedus hat nicht so große Ohren, glaube ich. ja, nehmen wir mal die Mitte. Genau, so. Hautfarbe. Hautfarbe fand ich eigentlich ganz gut.
Das ist ein bisschen zu dunkel und da drüben geht's ins zu hell rein. Oh ja, Augenfarbe von Daryl. Gute Frage, gute Frage. Müsste man halt ganz genau mal sehen. So, weil wenn, dann wollen wir das ja gescheit machen, oder? So, hat Daryl Dixon zum Blau-Grün. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen. Boah, das sind Psycho-Augen, Alter. Der hat denn ein Virus oder was? Ja, das passt ganz gut. Trotzdem, das ist gerade schwer nach einem Virus ausgeschaut, die Augen. Alter Verwalter. Muss ich jetzt an der Stelle schon mal sagen, das war nicht so gut gewählt, liebe Freunde. So. So, Frisur. Haha, jetzt wird spannend. Ja. Daryl Dixon, absolut. Absolut, nur dieser Bart, das ist ja grauenhaft. Und er hat definitiv braune Haare. Das ist die Frage, ob die Haare. Na, sind ein bisschen dunkler. Ist halt blöd, weil er gleich diese scheiß Mütze auf hat. Genau, lass mal die Mütze ab. Danke dir. Hilft uns schon mal wahnsinnig weiter bei der Haarfarbe. Stopp, das ist auch nicht die Haarfarbe. Die Haarfarbe ist hier. Nee. Ah, Daryl ist schon dunkel, aber Daryl ist halt nicht schwarz. Ja, das ist. Sieht eher nach Daryl aus. So, Bart. Das ist fast schon zu lang. So, die Frage, kann man die irgendwie ein bisschen stutzen? Aber so gesehen, das ist beschissen. Daryl hat schon Bart. Aber definitiv keinen Vollbart. Das sowieso nicht. Ist er nicht Hugh Jackman oder Wolverine? Den hat er auch nicht, das auch nicht. Nein, nein. Und da kommt halt der einfach am nächsten hin. Ist ja blöd, dass man die Bartfarbe nicht bestimmen kann. So, besondere Merkmale. Daryl hat tatsächlich besondere Merkmale im Gesicht. Hat eine Narbe auf der Wange. Auf der rechten Wange. Ja, so nicht so krass. Auf dem Rücken hat er einige. Rücken. Das
Gib mal das Gas und Face und dann kommt der Rücken. Wow. Auf dem Bild, was ich jetzt gerade gesehen hatte, hat Daryl eine auf der Backe, aber das ist nicht auf der Backe. So, die bloß auf der anderen Seite ungefähr. So ähnlich. Oder mehr? Nein, mehr haben wir nicht. So, da macht die. Ja, die ist so krass, wie wir vorhin schon gesagt haben. Nein. War die? Ja, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Waren die anderen von da? Die war quer übers Auge, gell? Ja. Doch, er hat eigentlich schon eine im Gesicht, oder? Also, wenn ich mich so zurückerinnere und die Dinge anschaue. Er hat eigentlich schon eine hier oben, ja? So, besondere Merkmale. Na, ist nicht irgendwie angeschmiert oder sonst was. Nee, das nicht. Tattoos. Boah, das ist halt schon. Ja, am Rücken hat er eins. Aber er hat keine sichtlich am Hals oder so. Nein. No tattoos at all. Arm, Fuß auch nicht. Nein, Brille. Ja, Daryl Dixon hat eine Brille, klar. Nein, definitiv nicht. Ah, das Hemd. Wenn sie das Hemd in Schwarz hätten. Oh mein Gott. Wenn sie dieses Hemd einfach in Schwarz hätten. Aha, das kommt ihm schon ähnlich. Das auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Nein. Das ist eher Daryl, ja. Das ist offen. Es ist ein bisschen langärmlich. Ja, wobei, nein. Das Hemd ist Daryl. Es ist bloß die falsche Farbe. Es ist absolut die falsche Farbe. So, jetzt sind wir bei der Hose. Der hat eine Hose an, auf jeden Fall. Also, naja. Ja. Nein. Aber wir haben unten noch ein Tattoo, das wir noch wegmachen müssen. Eine Jeans an, die ist halt ähnlich. Hallo? Er trägt eine Jeans, aber die Hose, die er eigentlich anhat, ist. Ah, ist das eine Jeans? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Weil da unten seine Bänder um die Jeans rum. Nach hier. Ah, genau, da hat er keine Arme. Können wir auch mal killen. Und Beine ebenso. Das ist nämlich nichts. So, Schuhe. Dinge, die man in der Serie fast nie sieht. Schuhe. Alte Lederstiefel. Ja. Ja. Die passen. So. Patch-Outfits.
wird getragen. Wir spielen mit Daryl Dixon. Let's go. Ja, wir bestätigen Charakter und damit starten wir rein in Folge 1.